Hallo und herzlich willkommen. Heute zeige ich euch, wie ihr einen unsichtbaren Ordner erstellen könnt. Und dieser unsichtbare Ordner lässt sich nicht so einfach löschen. Dazu muss man schon ein bisschen mehr ins Detail gehen. Also, wir erstellen erstmal einen neuen Ordner. Über Rechtsklick auf den Desktop, neu und dann einen Ordner. So, der Name. Der soll natürlich auch unsichtbar sein. Wir halten Alt gedrückt und tippen auf dem Nummernblock oder oben bei den Zahlen ein 0160. So, das ist ein gesperrtes Leerzeichen. So heißt es offiziell. So, dann drücken wir Enter und er hat schon mal keinen Namen. Jetzt hat es nur noch so ein, ja, blödes Icon, das wollen wir auch weg haben, da. Dann machen wir einen Rechtsklick auf den Ordner, gehen auf Eigenschaften, dann auf im Karteireiter auf Anpassen, anderes Symbol, und da gibt es eben insgesamt 3 leere Icons. So, da nehmen wir eins, suchen wir uns eins aus und klicken auf Übernehmen. So, unsichtbar ist er. Jetzt bei mir, ja, bei Vista oder vielleicht gerade nur bei mir, ist das leider schwarz, aber bei XP gibt es auf jeden Fall kein Icon mehr. Das ist wirklich durchsichtig oder besser gesagt unsichtbar. So, jetzt kann man den nicht so einfach löschen. Sieht man, geht nicht. Ist auch da, wenn ich auch nochmal die Icons aktualisiere mit F5, ist es auch weg. Und man kann hier Dateien reinlegen. Aber erstmal, man kann es nicht löschen. So. Ich habe von TuneUp einen Shredder. Da kann man es ganz hoch einstellen. Das funktioniert auch nicht. So. Dann gehen wir eben auf Start. Dann gehen wir auf Ausführen. Und starten da den CMD. Oder wir geben gleich bei Suche CMD ein und drücken Enter. Wir warten kurz, bis es gestartet hat. So, da ist es. Jetzt tippen wir ein CD Leerzeichen Desktop. Da, wo wir eben den Ordner erstellt haben. In unserem Fall jetzt auf dem Desktop. So. Dann gehen wir hier. So, dann drücken wir Enter und wie wir sehen, hat er auf den Desktop gewechselt. So, jetzt drücken wir REN oder schreiben wir REN. Dann machen wir ein Leerzeichen, dann machen wir einmal Anführungsstriche und drücken Alt, halten wir gedrückt und 255. Das ist eben auch so gesagt nichts. Jetzt machen wir noch ein Leerzeichen. Und können uns einen Namen auswählen. Ich mache jetzt mal, nehme ich mal Delete. So. Dann machen wir eben, und das heißt der Ordner Delete. Man kann da auch löschen oder sonst was eingeben. So. Das war jetzt schon das, was wir mit dem CMD, also mit dem Kommandoprogramm gemacht haben. Das können wir schließen. Und jetzt kann man eben einen Rechtsklick drauf machen und dann löschen. Das sieht man hier. Eben hier ist auch kein Icon. Wie wenn wir das bei einem anderen Programm machen würden. Eben ist kein Bild da. Dann klicken wir auf Ja und dann ist es weg. So, jetzt hat man es gelöscht. Und das war's schon von mir. Bis zum nächsten Mal und einen schönen Tag noch. Tschüss.